Ja, hi, liebe Freunde von Mr. Nature. Ja, und auch liebe Freunde von meinem kleinen YouTube-Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt und ihr euer Interesse zeigt und hoffentlich mein Video auch bis zum Ende schaut. Um was geht es heute? Ich habe Zitrusfrüchte hier oder Zitruspflanzen hier. Ich habe ein Problem, und zwar, wenn ich was esse, irgendein Obst, wo Kerne drin sind oder Samen, die kann ich nicht weg ausspucken und wegschmeißen. Das ist echt ein Problem. Ich pflanze die alle ein und weiß nachher teilweise noch nicht mal mehr, was das für Samen waren oder was das für Pflanzen waren. Ja, es ist nun mal so. Und ja, jetzt habe ich hier einige Zitruspflanzen stehen. Ich meine, das meiste wären Zitronen. Die kann man ja an den Dornen erkennen. Wobei Mandarinen oder Apfelsinen teilweise auch schon Dornen haben. Bei den meisten sind die durch die Züchtung wegselektiert worden. Aber ja, bei so Fremdzüchtungen, wie man das macht hier mit Samen, da kommen immer mal wieder so Dornen vor. Aber das ist ja weiter nicht schlimm. Ja, möchte ich eigentlich auch direkt anfangen. Hier habe ich jetzt drei Pflanzen stehen. Die möchte ich ja in diese schmale Schale reinpflanzen, in diese flache Schale reinpflanzen, um eventuell später auch mal Bonsais draus zu machen. Und das Ganze mit dem Hintergrund, ich möchte einen flachen Wurzelteller erzielen. So, ja, jetzt aber lange genug geredet, liebe Freunde. Jetzt hole ich euch etwas näher an die Pflanzen ran, dass ihr die auch schön erkennen könnt. Und dann fangen wir mal an. So, und hier bin ich auch schon wieder. Und dann schauen wir mal, was sich hier in den Töpfen so verbirgt an Wurzeln. Ja, jetzt weiß ich nicht, mit welcher ich zuerst anfangen soll. Ist eigentlich egal. Ich denke mal, ich fange mit der kleinen zuerst an. Die hatte ich, wie ihr seht, in einer Selbstbewässerung stehen. Und ich muss sagen, weil das ist ja nicht das erste Mal, wo ich die umtopfe, ich habe die schon mal umgetopft und dann habe ich als erstes die Pfahlwurzel weggeschnitten. Und deswegen sieht man jetzt auch einen schönen Wurzelkranz, einen schönen Wurzelteller. So, der muss aber jetzt ganz, ganz schnell
in neues Substrat rein. Dazu kommt erstmal eine Schicht Drainage hier unten rein. Das andere Substrat durch die Abzugslöcher von dem Wasser nicht durchrieselt. Dann kommen wir auch schon zum Substrat. Das ist jetzt eine Spezialmischung. Ja, aus Kakteen Premium Substrat und andere Bestandteile. Da ist unter anderem auch noch sind Hornspäne drin, da ist Bims drin, da ist Zeolit drin. So, dann mal gucken, das erste Bäumchen. Direkt ein bisschen Substrat oben drauf, dass es auch stehen bleibt. Ich bin nicht der Freund davon, diese Pflanzen mit Draht zu umwickeln, um sie festzuhalten. Ich denke mal, wenn man das richtige Substrat hat und wenn man das dann auch ordentlich angießt, dann bleiben die schon richtig gut stehen. So, dann kommen wir mal zum zweiten. Mal gucken, ob der genauso schöne Wurzeln hat. Ja, das schaut fast so aus. Auch einen sehr schönen Wurzelteller, etwas zu sehen könnt, ja, schön flach. Auch da hatte ich die Pfahlwurzel schon gekappt. So. Die Pflanzen, ja, jetzt kommt noch ein bisschen stärkerer Wind auf. Wir dann hier hin. Aber sehr schöne Wurzelteller haben sie entwickelt. Das muss ich schon sagen. Da bin ich wirklich sehr überrascht. Das ist wirklich gut. Richtig schön. Und ich denke mal, die Schale hier ist, ja, die ist nicht zu klein, die ist auch nicht zu groß. Das passt eigentlich sehr schön für die drei Pflänzchen, die ich hier reinsetzen möchte. Hier habe ich eine sehr schöne, die treibt unten nochmal an der Basis aus. Ui, die ist aber sehr stark durchwurzelt.
Weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Die ist richtig stark durchwurzelt. Hier möchte ich auch an der, ja, ich weiß das jetzt gar nicht, ist das jetzt die Pfahlwurzel oder was ist das jetzt für eine Wurzel hier? Da möchte ich auch weiter nichts dran machen. Die lasse ich mal ganz einfach so. Sieht bestimmt schick aus, wenn sie oben raus wächst. Aber die hat mal Wurzeln gemacht. Die lasse ich auch dran, ich werde da nichts beschneiden. Die wird nur ein wenig, die hat doch ein Stück schneide ich weg. Jetzt muss ich mal gucken, wo meine Schere ist. Hier. Ich denke mal, ja, hier werde ich sie kappen. Dann geht zwar einiges an Wurzeln weg, aber es ist nun mal nicht zu vermeiden. Er hat immer noch einen sehr schönen Wurzelkranz. So. Das sind schon viele Wurzeln, die ich da weggeschnitten habe jetzt. Aber ich denke wohl, ja, das Bäumchen wird es überleben. Ich will es hoffen. Und dann kann man noch so viele davon haben. Man hängt ja doch an jedem Einzelnen. Etwas weiter nach außen pflanzen kann. Aber das passt so auch. So, und vor allen Dingen nicht vergessen zu wässern. Oh, ich denke mal, das ist eine hübsche Dreiergruppe. Und hier unten den kleinen hier, ja, den werde ich auch nicht wegschneiden, den werde ich mal stehen lassen, mal gucken, was sich da draus ergibt. So, das waren die ersten drei. Und nun geht es hier um meine Große. Die braucht einen etwas größeren Topf. Da kommt jetzt auch ein Netz rein. Und auch da kommt erst Drainage rein.
wenn der ein oder andere von euch Erfahrung mit Zitrusbäumen hat, die ihr selbst gezogen hat, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare rein. Das würde mich schon interessieren, wie die Zitronenbäume bei euch wachsen, wie ihr die zur Verzweigung bringt. Ich habe meine zur Verzweigung gebracht, indem ich sie regelmäßig die frischen Triebe eingekürzt habe. Und jetzt bin ich mal gespannt, was mich hier an Wurzeln erwartet. Auch nicht wenig. Hier hatte ich den Wurzelteller geschnitten, die Pfahlwurzel abgeschnitten. Und schaut mal, was die für schöne Wurzeln hat. Das ist doch toll, ne? So, und die passt prima hier rein. So, die Wurzeln ein bisschen auseinanderziehen. Ab in das neue Substrat, was ich ja auch schon ein bisschen vorgedüngt habe mit Hornspänen. Und ich denke mal, hier werde ich wohl einen richtig schönen Zitronen-Bonsai draus machen. So, das Ganze dann schön einarbeiten in die Wurzeln, um die Wurzeln rundherum. So, ein bisschen schütteln. Das ist mal ein schönes Bäumchen, das hier. Wobei die anderen sind ja auch sehr schön, aber das gefällt mir nun besonders gut. So, noch ein wenig Substrat und dann komme ich gleich noch mal zu euch mit aufs Bild. Und ich bedanke mich schon mal jetzt bei euch, dass ihr so lange ausgehalten habt und euch das angeguckt habt hier. Ihr seid einfach die Besten. Ja, und wie immer, liebe Freunde von Mr. Nature, schaut euch diese Prachtpflanze mal an, was das ein schönes Zitronenbäumchen ist. Aus einem Kern gezischnet, 2 Jahre alt, also sagenhaft.
Und wenn ich gleich die Kamera ausschalte, werden die Bäumchen natürlich auch dementsprechend gewässert. So, dann habe ich hier noch mal meine kleine Gruppe zur Ansicht. Wunderschöne Bäumchen. Ja. Und wie gesagt, wenn ihr Erfahrungen mit Zitronenbäumen habt oder wenn ihr sonst irgendwelche Anregungen habt, was ich machen kann oder machen soll, schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Ich freue mich sehr über Kommentare von euch. Ja. Aber jetzt lange genug geredet. Einmal dürfen Sie sich noch drehen. Und auch hier der Große noch einmal. Ja, Freunde, ich halte euch natürlich auf dem Laufenden, was aus meinen Zitronenbäumchen geworden ist. Das sind nicht die einzigen. Ich habe noch welche. Überall stehen sie rum und sprießen in den Töpfen und wachsen. Ja, ihr werdet die auch noch alle kennenlernen, aber jetzt ging es mir erstmal um diese vier hier, weil die schon alle unten aus dem Topf rausgewachsen waren. Und ihr seht, wie gut das ist, wenn man die ja ein Jahr spätestens, nachdem man sie gepflanzt hat oder gesät hat, nochmal umtopft und dann schon mal die Pfahlwurzel kappt. Dann seht ihr ja, was die für wunderbare Wurzelteller machen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Sonntagabend. Macht es gut, passt auf eure Bäumchen auf und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, dass ihr auf dem Laufenden bleibt. Wie geht es mit den Zitronenbäumen weiter? Was hat Mr. Nature sonst noch alles zu bieten? Wenn ich geradeaus auf meine Balkonkästen gucke, ja, da wartet doch noch einiges auf euch. So. Lasst mir bitte einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Und ja, ich muss das ja nicht immer wieder sagen. Ihr wisst ja, was ich gerne möchte. Ich möchte vielleicht in diesem Jahr noch die 500 knacken. Wäre schön, wenn das funktionieren würde. Momentan sind wir auf einem guten Weg. Ich glaube, ich liege so bei 260 Abonnenten. Aber wie ich euch kenne, macht ihr das. Ihr kriegt das hin. Vielen Dank und in diesem Sinne, tschüss, euer Mr. Nature.